Yeah, Leute, willkommen zurück zu Tropical Freeze mit unserem Funky. Und Coraligalli heißt der letzte normale Level hier in der vierten Welt. Es fehlen noch die zwei Geheimlevel und der K-Tempel und erst dann geht es zum Boss. Und ich kann mich erinnern, der Boss war richtig, richtig scheiße. Also ich glaube, das war sogar mein Hassboss. Warum wohl, weil es ein Unterwasserkampf ist. Aber schauen wir einfach mal jetzt hier, warum Coraligalli, müssen wir da wieder tauchen, obwohl es sieht ziemlich sägeblättermäßig aus, irgendwie, keine Ahnung, wir müssen damit alles aufschlitzen. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal, warum der Level so heißt, wie er heißt. So, auf jeden Fall schon mal wegen diesen komischen Stachelfrüchten und alles klar. Deswegen also. So, wir gucken hier oben links. Ne, hier ist nix. Wenn die hier ein Puzzle verstecken, raste ich aus. Das kann nicht sein. Ne, hier ist nix. Jetzt sagen wir mal fucking nothing. So, ganz cool gechillt. Das ist so ein cooler Trick. Wie macht Funky das? Der pfeift auf die Gesetze der Physik und aha! Das ist sogar immer das erste Puzzleteil von 5. Ja, ich habe mir gedacht, naja, probier's halt. Vielleicht kriegst du ein Puzzleteil und tatsächlich, naja. Warum sollte da so eine Reihe an Bananen sein? So, dicker Fisch hat mir wehgetan. Jetzt habe ich dicken Fisch wehgetan. So. Rote Fische. Ah, ich weiß schon wieder. Ah ja. War das nicht so, dass hier in dem Level auch ein Geheimausgang war? Weil man nur so in den Level unterhalb von uns kommt, also oder besser gesagt da drüben noch. Ich glaube, man kommt nämlich nur so dahin. Und nicht von dem Level A in den Level B. Auf jeden Fall ist das wieder so eine Unterwasserruine mit ziemlich viel Technik. Turbinen und so. Oh, weia. Aber die Musik ist wieder so schön. Was kommt denn hier raus? Münzen? Nur Münzen? Vielleicht nochmal ein Puzzleteil? Ja, tatsächlich! Ja, da bin ich gut! Na, ich hätte es nur noch gerne, danke. So, 2 von 5. 2 haben wir also schon mal und das noch bevor wir das K haben. Wie könnte das denn sein? Na, schneller! Funky! Aktivier das! Also. Sind jetzt auch wieder lauter Bananen in Wasserblasen? Also wenn hier schon das dritte wäre, das kann es aber auch nicht sein, oder? Ist hier schon das dritte Puzzleteil? Die meisten kriegst du ja wirklich nur, indem du einfach ganz simpel alle Bananen immer einsammelst in einem Raum. Bis halt keine mehr da sind, aber ich glaube, hier kommen unendlich Bananen. Oder? Kommt doch unendlich Bananas in the Bubbles. Alles meine Blubbles. Alles meine Blubbles. Ah ne, also hier kommen unendlich. Hier kann ich nochmal ein Puzzleteil sein, das glaube ich nicht. Das würde viel zu lange dauern. So, hier haben wir das K und... Oh! Ach, das gab es ja hier auch noch. Oh je. Hier werde ich sicher ein paar Mal verrecken. Aber ich habe hier ein Herz gekriegt und hab's gleich wieder verloren mit diesem dicken, fetten Kackfisch. Ich kackfische. Das gibt's ja nicht. Sowas. Aber schöner Hintergrund, muss man sagen. Das ist ja wieder so ein Remix von früher, die Musik. Aha. Was haben wir denn da? Erstmal wird gesaved. So, und hier gleich mal nach links, denn hier gibt's Puzzleteil Nummer 3. Total einfach. Über diese Viehginger, wie die ganzen Inseln alle erobern. Ist schon mal aufgefallen, die wollen ja irgendwie aus... Die wollen ja aus jeder Insel auch irgendwie immer gleich Profit schlagen, ja? Die wollen immer gleich Profit machen. Weil hier haben sie zum Beispiel in einem Level, in dem Raketenfass-Level, eine Fischfabrik aufgemacht. Also sie haben halt ganz viele Fische gefangen.
Was sie jetzt in der Savanne wirklich genau forten, weiß ich jetzt nicht. Auf der ersten Insel, ich meine, es ist nicht immer offensichtlich, was sie vorhaben, aber gerade auf der fünften Insel werden wir dann sehen, was die da noch so alles machen. Die fünfte Insel hat auch richtig kreative Level noch. Mitunter die kreativsten im ganzen Spiel und... Ja, ist klar. Warte. Ja, seht mal, hier oben kann man ja rein. Also das ist obvious. Stay. Dass man hier rein kann. Achso, aber hier kann man nichts kaputt machen. Ist so schade. Hätte das sein können. Mann, Funky! Hau dir nicht immer den Kopf an. Aber irgendwo, glaube ich, kann man hier rein. In eine so eine Turbine kann man irgendwo rein. Ah ja, hier. Puzzleteil. Fix. Genau. Nummer 4. Eines nur noch, Leute. Eines noch. Gut, hier haben wir das O. Sehr schön. Das Herz hätte ich auch ganz gern. Das kriege ich wahrscheinlich nicht mehr. Na, ist egal. Alter, was? Was geht denn hier ab? Die sind ja völlig bescheuert. So, schnell nach rechts rüber. Ich sag da nach rechts rüber, Funky, nicht sterben! Alter, was geht? Na klar. Ey, wenn man jetzt hier ein Puzzleteil kriegt, dann weiß ich auch nicht. Einfach mal probieren. Hier kommt doch sicher wieder unendlich, oder? Komm hier unendlich oder nicht? Na, nicht gekriegt. Moment. Ich glaube, hier kommen wieder unendlich. Warum? Warum machen die das? Nur um dich zu trollen als Spieler, dass du glaubst, da ist ein Puzzleteil und dann ist hier doch keins. Ja, nee. Ja, komm, wir sterben auch gleich. Haben wir noch Sieg im hier. Blöder Affe. So. Ach so, es geht nach unten. Ach du meine Güte. Was ist denn hier los? Vor allem habe ich immer... Was ist, wenn man hier irgendwo rein kann? Naja, aber hier kommen überall welche raus. Nicht, dass man vielleicht in irgendeine Öffnung reinschwimmen kann und da ist ein Puzzleteil dann drin. Wäre auch ganz schön fies. So, Alter, ich schwöre, ich sterbe gleich, ich wette. Bestimmt sterbe ich gleich. So, jetzt nur gucken. Also links, da kann man es raus, da kann man es raus. Okay, nee, hier kommen aber auch wieder überall welche raus. Hier ist kein Puzzleteil, Leute. Kann doch nicht sein. Hier ein Puzzleteil ist, dann fresse ich einen Besen. Aber jetzt könnte man es ja probieren, jetzt haben wir einen Checkpoint. Ich bin mir da nicht so sicher. Okay, hier schon mal nicht und tot. Fuck. Ich will das jetzt wissen. Leute, ich will das wissen. Kann ich hier nochmal... Achso, nee, schön. Wir werden es nie erfahren, weil jetzt ist sie wieder zu. Fick der Fotz. Na dann eben nicht. Ja, da kann nichts gewesen sein, oder Leute? Das kann nicht sein. Wenn da jetzt ein Puzzle gewesen wäre, dass man da irgendwo reinschwimmen kann, obwohl da Gegner rauskommen, kannst du mir nicht erzählen. Das glaube ich einfach nicht. So, hier haben wir das N. Alter, diese Wasserpflanzen. Diese Ranken. Ja, schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ich glaube, das war nicht... Ich weiß nicht, vielleicht hatte auch der andere Level, der A-Level, noch einen Secret-Ausgang in den B-Level oder was weiß ich. Keine Ahnung. Oh Mann, schwimm einfach durch. Schwimm doch einfach durch, du Affe. So, mir fehlt immer noch ein Puzzleteil nur noch, Leute. Eines noch. Und warte mal, hier ist doch was. Das sehe ich doch. Oder? Doch nicht? Das sieht hier aber so aus, als könnte man hier irgendwie... Naja, hätte sein können, dass die Wand hier aufgeht, aber nee, die ist doch komplett zu. Habe ich mich wieder verarschen lassen.
Ernsthaft? Ach, die Decke kommt auch noch runter. Ja, super. Wenn ich jetzt hier ein Puzzle kriege, dann weiß ich nicht. Oh, shit. Und wir sind tot. Fick der Fotz. Mann! Passt mal auf jetzt. Du sollst aufpassen, Funky. Ich bin ja wirklich zum Affen bei diesen... Diese scheiße Tag, kann man nicht einfach hier durchrushen, so ein bisschen. Ich will hier nicht mehr sein. Der Level ist ein bisschen nervig. Ja, guck dir das an hier, was ist das? So, hier haben wir schon mal das G. Gut, wir haben alle Buchstaben, Leute, aber wo könnte jetzt hier noch... Oh, shit. Könnte jetzt hier noch ein Puzzleteil sein? Ernsthaft? Ich glaube, ich habe eins verpasst. Es sei denn, da rechts drüben gibt es noch irgendwas, aber das kann es jetzt auch nicht sein. Oh, das kann doch nicht sein, das gibt's ja nicht. Hier oben kommt man... Hier käme man aber auch nochmal hin. Warte mal, warte. Muss man hier vielleicht nochmal zurückschwimmen? Ist hier ein Secret? Nee. Nee, hier ist keins. Ja, Leute, ich habe ein Puzzle-Level immer verpasst. Ich könnte es nicht sagen, oder? Oder ist hier rechts drüben doch noch was? Geht hier die Wand, weil die sieht so ein bisschen offen aus. Geht's hier nicht rein? Oh, dann leck mich doch am Popo. Ich sterbe vielleicht auch noch, bevor ich an das Fass rankomme, wegen dieser blöden Scheißströmung hier. Oder was auch immer. So, 13 Münzen. Wo war hier ein Puzzleteil noch, Leute? Wo war hier noch eins? Das gibt's doch nicht. Hier gab's eh nur 5. Fick doch mal da fort. Yo. Uncool. Hol ich mal ein anderes Mal. Ich will hier noch ein Level machen in dem Part. Und zwar den Geheimlevel. Hier unten. Hier drüben. Na los, rüber, so. Aquamarta. Let's go. Ach du meine Güte, jetzt haben wir also hier noch einen Typhoon? Einen Hurricane? Oder was auch immer? Auf jeden Fall schlechtes Wetter. Da sind wir nicht so gerne draußen. Wenn es hier blitzt und gewittert. Ach du meine Güte. Das kann ja was werden. Wow, und auch noch Haie. Ganz toll. Bams. So, wow. Und zack. So, da kann man ja schon mal rein. Und knacks. Oh nein, nicht schon wieder. Schon wieder dieser Bonusraum. Warum? Das ist jetzt schon das dritte Mal. Nicht euer Ernst. Wie viele von denen gibt's eigentlich? Kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. So. Und geschafft! First try! Na, jetzt habe ich es ja raus. Jetzt ist es ja gar nicht mal mehr so schlimm. Das war nur auf den ersten Augenblick. So, 9 Puzzleteile gibt es hier schon wieder? Oh my goodness! Warum denn immer so viele? So, mal gucken, ob hier im Wasser auch wieder was ist. Abgesehen von den Fischen. So, hier haben wir das K. Das habe ich schon mal safe. Gibt's hier vielleicht gleich noch ein Puzzleteil im Wasser? Hier zum Beispiel. Nö, hier nicht. Nur Bananen. Und noch mehr Bananen. Okay, na das kann das werden. So, die blöden Haie kann ich ja leider nicht töten. Ist ja auch so ein Problemchen. Ah doch, ich kann die doch töten. Okay, die sind doch unbesiegbar. Umso besser. So, na, lass mich nur gucken, ob hier noch was ist. Aua, mein Mistvieh. Ah, die Musik ist wieder geil. Wie gesagt, atmosphärisch ist das Spiel genial.
So, und merken, ich kann diese komischen Stacheldinger mit Fässern kaputt machen. Immer genau auf die Umgebung achten. Bei neuen Puzzleteilen kann es wirklich mal vorkommen, dass ich wieder ins Nichts kriege und... Okay. Ganz ruhig. So. Jawohl, 2 von 9. Immerhin. Ist schon mal ein Anfang. So, stirb. Die ganzen Muscheln könnten vielleicht auch mal eins verstecken. Das sieht auch so verdächtig aus hier. Kommen wir gar nicht rein? Ist nämlich schon ein Speicherpunkt. Checkpoint. Nö, so die Mauer kann man definitiv nicht kaputt machen. An keiner Stelle. Na gut, dann. Zwischengespeichert. So, was war jetzt hier? Hier auch wieder. Puzzle dann vielleicht für alle Bananen. Könnte sein. Ja, tatsächlich. Bin ich gut oder bin ich gut? Ich würde mal sagen, ich bin gar nicht mal so schlecht. Aber manchmal, da denke ich mir auch wieder so, So. Gut, ich gucke wieder im Wasser. Weh, wenn die da wieder im Wasser was versteckt haben. Ist das auch wieder ein Remix? Kommt mir irgendwie fast schon so vor. Oh ja, ich glaube schon. Diese Musik jetzt gerade, dieses Spiel. Ich glaube, das ist wieder ein Remix von einem der originalen Donkey Kong Country Teile. Sei es jetzt Teil 1, 2 oder 3, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Ah, nochmal ein Geheimraum. Hoffentlich mit einem Puzzleteil, bitte. Yes! Nummer 4. Das lob ich mir. Also die Hälfte haben wir schon. Fast. Das ist blöd. Ah, hier haben wir das O. Kannst bei 9 nicht wirklich sagen, dass 4 die Hälfte ist, wäre eigentlich ja 4,5, aber es gibt keine halben Puzzleteile. Das wäre auch fies, so wie bei Zelda zum Beispiel, aus Herzteilen, so aus kleineren Stücken ein richtig großes Puzzleteil machen, aber das wäre auch ein bisschen komisch. So, hier oben? Hier oben ist irgendwie offen. Guck mal da. Nicht, dass da oben was ist. Krieg ich die Krise. Mal schauen, ob hier irgendwie... Warte mal, hier haben wir nochmal ein Fass. So, du blöder Hai, komm her. In your face! Okay, ne, da oben ist definitiv nichts. Kommt man auch nicht hin. Aber das soll einen mal wieder nur verwirren. Dass man vielleicht glaubt, dass da oben was ist, weil hier, ne? Alles klar. Hopp. Dickes, fettes Schwabbel. Ach, Herz brauche ich nicht. So, was haben wir hier? Ah! Was haben wir denn da? Bonusfass. Zack! Und Bonusroom! Ach, der ist wieder leicht. Der ist wieder easy. Alles easy in Brindisi. Ja, da gibt es, das haben wir ja gleich in der Tasche hier, das Puzzleteil. Und zwar jetzt. Schön eingesteckt. Sauber, Funky. Sauber. Wie deine Zähne. Strahlend weiß. Der geht halt immer brav zum Zahnarzt. Das heißt, die Kongs sowas überhaupt haben. Und gegen Zahnarzt? Naja, ich glaube kaum. Die sind einfach so saubere Kongs. Wie geil, Funky kann einfach mit seinem Surfbrett da drauf springen. So. Jetzt sieht es wieder aus, als wäre hier auch wieder was. Ja. Wieder ein kleiner Geheimraum. Aber nur eine Münze. Tja, wäre auch zu schön gewesen. Alle 430 Münzen habe ich immer noch übrig. Obwohl ich letztens erst wieder einiges gekauft habe, vor allem Figuren. Boah, aber da noch alle zu bekommen, das wird auch noch schwer, weil das ja wirklich Zufall ist. Ob ich da wirklich alle zusammenkriege, kann ich nicht versprechen, weil wenn ich Pech habe, ne, dann kriege ich
kriege ich wieder Figuren doppelt und dreifach. Das ist ja wieder super ätzend. Kann sein, dass hier wieder ein Puzzleteil ist. Wenn ich hier wieder alle Bananen kriege bei diesen blöden Seeigeln. Ja, das war wieder die Music. So schon 6 von 9. Es wird, Leute, es wird. Dafür, dass das hier ein Geheimlevel ist, läuft es eigentlich ganz gut. Weil ich glaube, es gibt keinen Level, der mehr als 2 Bonusräume hat. Ja, also entweder nur ein oder maximal 2 Bonusräume pro Level, wo man Puzzleteile bekommen kann. Und wir speichern wieder. Schwupps. Dankeschön. So. Hier haben wir das N. Und brennende Eulen. Bams the bam. Jetzt könnte ich mal ein Herz gebrauchen. Ich habe nämlich keins mehr. Nur noch mal das eine. Oh. Oh, 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 oh. Hier wahrscheinlich Puzzleteil. Und auch wieder ficken! Das ist ein Puzzleteil, Leute. Das ist eins. Das ist sogar ein ziemlich schwieriges. Das muss man sogar vor und zurück machen. So. Vorher gucke ich aber auch nochmal ins Wasser. Ob hier vielleicht auch noch was ist. Ah, hier wäre jetzt ein Herz gewesen. Ist klar. Blöder Hai. Der nervt auch total. Warte mal, auf den kann ich ja eh drauf springen. Der stört nämlich wirklich sehr. Warte, warte. Und, na, komm schon. Komm raus und stirb. Sehr gut. So, die Eule stört auch. Okay, so jetzt aber Achtung. Muss mal echt schnell sein. Und fuck! Mann, für Funky! Schneller! Ja, ich hab's noch, ich hab's noch. 7 von 9, alles klar. Ist noch alles okay. Kein Grund, sich aufzuregen. Hab mir jetzt schon Angst gehabt, dass ich's versaue, aber nur noch geschafft. So. Fehlen aber immer noch 2. So, Moment. Hier kann ich ja sowieso, ne? Das ist ja so ein richtig extra dickes Surfbrett. Da geh nicht mal Stacheln durch. So. Und du stirbst. So, noch ein Herz. Sehr gut. So, jetzt mal hier erstmal diese ganzen Stachel. Ich weiß nicht, was das überhaupt sein soll. Ich mach die einfach kaputt, diese Stachelbälle. So. Ah, und hier oben haben wir einen Secret Exit. Der hat also echt noch einen Geheimausgang, der Level. Fies. Bringt mir aber im Moment noch gar nichts, weil ich erstmal das Normale machen muss. So, warte mal, jetzt bin ich hier unten. Ah, hier haben wir auch nochmal eins. 8 von 9. Gut. Also, Geheimausgang merken für den zweiten Besuch. Jetzt muss ich hier erstmal weitermachen wegen... Okay, wegen dem G. Also, nicht unbedingt. Moment. Ah, scheiße, jetzt habe ich wieder ein Passwort verpasst. Mich jetzt verarschen? 8 von 9. Hätte jedes Mal dieselbe Scheiße. Immer werde ich verarscht von dem Spiel. Immer verstecken diese Pisser hinter dem Ziel noch etwas. Und ihr seht, wir kämen jetzt auch gar nicht. Ne? Hier. Wir kämen eigentlich wieder zur Aqua-Attack hier für Level 4-2. Ihr Spackos. Ich nehme sie sogar mal einen Squawks und ein extra Herzchen. So. Das kann ja wohl nicht sein. Noch einmal, das gilt nicht. Ja, ist das wieder mal Assi? Hoch 10? Das gibt's ja nicht. Unglaublich, oder? Unglaublich. Ich wollte ja genau vorher schon oben drüber und dann verkackt. Naja, okay, jetzt haben wir 9 von 9. Ist ja nicht so, als ob ich es übersehen hätte. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Das gebe ich auch zu. Das kann manchmal passieren. So, jetzt muss ich noch einmal in den Level rein.
So, Leute, da bin ich wieder und vorsichtig. Ich bilde mir ein, dass ich nämlich diese Stachelfrucht sogar brauche, um hier ranzukommen. Genau. So, schwuppdiwupp, Portal erwischt. Und da haben wir jetzt endlich den Secret Exit, verdammt nochmal. Yeah, noch mehr Money. 470 Münzen ist nice. Na, endlich. Oder dreimal denselben Level wegen dem einen blöden Puzzleteil. Das ist doch nicht zu fassen. Das kann ja wohl nicht sein. Aber habe ich wieder zusammengeschnitten. Ja, mein Hallo. Sehr langweilig. So, ihr Arschbummel. Jetzt haben wir hier oben endlich das... Bitte, was haben wir? Das Pocoloco-Labyrinth. Was ist das denn für ein Name? Was ist denn ein Pocologo? Werden wir im nächsten Part herausfinden. Ich glaube, für den Part ist jetzt keine Zeit mehr. Ich hoffe, ich kriege das so hin, dass ich im nächsten Part diesen Level schaffe. Plus den K-Tempel. Plus den Boss. Das müsste sich von der Zeit eigentlich ausgehen. Und dann sind wir endlich auf der 5. Insel. Auf die freue ich mich schon ganz besonders, weil die hat wirklich richtig super kreative, geile Level. Wenn auch teilweise sehr schwer, weil man alles ja auch dann schon Insel Nummer 5, ne? Aber alles zu seiner Zeit. Also einen Part werde ich hier auf jeden Fall noch brauchen. In Ozitanien und dann geht's endlich weiter zu Insel Number 5. Also, ciao und bis dann.